Desert Tail, das heutige Thema. Und wir starten gerade nämlich mit meinem ersten Outfit, weil um braune Töne, um das geht's in allen ihren Facetten. Ich finde, was ich habe, spektakulär. Und schon nur deshalb, weil die Bluse für vieles kannst du brauchen. Und zwar ist es eigentlich ein Rock, eine Rockbluse. Wenn ich sie zumache, oder, habe ich sogar noch Taschen drin und dazu ein Gürtel tragen, ist das ein wunderbares Kleidchen. Für mich wäre das jetzt zu kurz für meine Beine, aber dementsprechend für gewisse Frauen eben top. Also ich finde sie irrsinnig ganz, ganz leicht vom Material. Ich trage sie daher eher so offen. Da ist vielleicht ein Knopf mehr auf, dass man die Hose sieht. So quasi ein bisschen als Jacke. Wunderschöne Baumwolle von Marco Polo, sehr, sehr leicht. Und ich finde, deckt ein bisschen Füße ab, wenn man das abdecken will. Gibt ein bisschen das Feeling von Freiheit, von Freizeit. Und vor allem, was ich super finde, ist, dass man, wenn man Thermal dreht, der Rapport gleich ist. Wie oft ist man, wenn man dreht, tut es hell und das finde ich nicht so schön. Und da ist es wunderbar. Und wenn man es zumacht, ist sie auch sehr, sehr schön geschnitten. Leicht ein bisschen Volant. So. Okay, aber ich tue es jetzt mal hindern. Und wir gehen weiter zu meinen Hosen. Ich habe eine wunderbare Hose von Marco Polo an. Und zwar eine auch aus Leinen, ein bisschen breit geschnitten. Und ich trage sie jetzt mit flachen Schuhen. Und das darf man. Man darf die Hose so tief tragen. Okay. Kombiniert habe ich sie jetzt mit Sandalen, und zwar von Birkenstock. Die finde ich mega bequem. Aber selbstverständlich kann man auch Wedges anlegen und dann sieht die Hose schon wieder ganz anders aus von der Länge. Accessoires gehören natürlich auch dazu, zu diesem Look. Und ich finde die Jutesäcke von den Jacksons irrsinnig. Ich finde, das passt extrem gut zum Stil. Und natürlich dürfen wir andere Accessoires nicht fehlen, wie zum Beispiel Strohhüte in allen möglichen Variationen, ob das als Basket oder als Fedora-Hut, Buckethead, es gibt in allen Möglichkeiten, oder sogar der Visor, der ist auch mega cool. Also wir haben ganz, ganz viele Varianten von Hüten. Der Strohhut, der gehört auch dazu. Und natürlich immer noch die passende Sonnenbrille, da haben wir auch eine riesen Auswahl. Sie haben wir jetzt, die sind nämlich mega lässig, oder? Hallo. Soll ich einen Hut anlegen? Fast ein bisschen zu viel. Mit was lässt sich braun am besten kombinieren? Der Anzug zeigt eigentlich schon wunderschön in dem Braun kombiniert mit Vanille oder mit gebrochen Weiß. Finde ich sehr, sehr frisch. Allgemein, der Anzug finde ich irrsinnig schön. Ist ein bisschen High-Waist mit Buntfalten von Gent. Und ich habe ihn kombiniert, zum Beispiel mit einer Hose von Samso und Samso. So, weil das übernimmt quasi den gleichen Streifen mit, was lässig wird. Aber wenn man es ein bisschen ruhiger halten will, wäre natürlich schön, wenn eine Bluse die gleiche Farbe hätte wie die Basis, also so den Vanilla. Könnte auch sehr edel aussehen. Aber ich zeige euch eins: die Bluse finde ich Ton in Ton, also eine Farbe machen, zum Beispiel so kombiniert, im gleichen Ton. Das ist auch Samso Pants, Hot Pants zusammen kombiniert, das kann mega, mega frisch aussehen. Zum Beispiel auch ein bisschen, vielleicht mit einem Schuh, der ein Silber drin hat, weil da hat Silber drin. Oder mit einem schönen Taschen, hat das sehr, sehr edel aussehen. Finde ich die Kombi auch sehr schön. Was mit sich bringt natürlich, dass die Farbe eventuell in deinem Gesicht dich ein bisschen bleich macht. Das heisst also, schminken ist angesagt. Ja, im Sommer braucht es natürlich auch Kleider, das ist ganz, ganz klar. Von Chiori, ganz schön sind die Kleider, die so richtig Griechenland lassen. Wieder aufleben und ich sehe da wirklich in diesen Ornamenten die Insel. Ich sehe da eine, wo gar nicht gesungen, nach Mykonos. Mykonos, ich sehe mein Bikini schon drunter und dann das Kleid drüber, et voilà. Ganz lässig, das auch kombinierbar mit den Schuhen, die ich trage. Und zwar Birkenstock sind extrem stark im Sortiment bei uns und ich finde sie sehr, sehr stylisch mit dieser großen Stylisch. Mit dieser grossen Schnalle, und zwar die goldene. Das perfekte City-Kleid, aber sehr casual, mit natürlich integrierter Tasche, finde ich schön. Es ist voll aus Baumwolle, also sehr schönes Material, das kommt zum Soda. Aber auch gerade so gut auch Ibiza-Feeling mit diesen Boots, ich sehe das
viel Leder und Handgelenk oder viele Ketten sehe ich in das Kleid eben auch. Also je nachdem, wie du das Teil tust, was für ein Schuh du dem Kleidung ist, kann das natürlich sich immer wieder verändern vom Look her. Aber seht ihr mich, meine Weizen mit dem Kleidung? Ja, und wie sieht es aus im Business mit der Farbe Braun? Sehr schick, kann ich nur sagen. Vom Moschmosch, wunderbares Kleid, sehr, sehr einfach. Aber man kann das wirklich schön büscheln und je nachdem, es hat eine H-Form. Also kann man das, viele Figuren haben da Platz drin. Aber mit dem Bändeli kann man natürlich da auch Akzente setzen. Aber das schönste Akzent dazu ist die wunderbare Tasche. Ich finde die Brauntöne, die harmonieren wunderschön. Ich habe dazu natürlich Strohkäppchen angelegt, wo auch zu den Schuhen passt. Das finde ich einen schönen Mega-Business-Look. Frisch für den Sommer. Braun unbedingt in der Garderobe. Ich sehe, es ist gar nicht so schwierig, die zu kombinieren. Ich kann es euch ja vorzeigen. Deshalb kann ich sagen, freut euch auf die Farbe und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao zusammen.